So. Kann ich das gleich mal. Ne, ich habe jetzt nur die ganze Zeit mal nicht gemacht, da, kein TSO gestreamt, da habe ich, vorher die Kampagne fertig gemacht. Und dann habe ich jetzt hier mit Morrowind angefangen. Mit der Insel. Also wie gesagt, das habe ich erst seit letzter Woche angefangen. Daher, ja, so lange bin ich nicht unterwegs. Unglücklicherweise fanden sich im Wrack des Schiffs keine weiteren Hinweise. Habt ihr im Zuge eurer Untersuchung irgendwas herausfinden können? Marisa Rotaro meint, das Tribunal hätte sie angeheuert, um das Licht im Leuchtturm zu löschen. Die junge Frau, die beim Gemüsehändler arbeitet? Ich bezweifle, dass ihr das Tribunal so etwas Leichtsinniges auftragen würde. Habt ihr irgendwelche anderen Beweise, abgesehen von ihrem Wort? Ich habe diese Notiz in einem hohlen Baum gefunden. Zusammen mit einem Rubin, der als ihre Bezahlung diente. Das ist verstörend. Dieses Pergament fühlt sich so an wie die Bögen, die Gouverneur Omelian eigens in Hochfels bestellt. Ihr werdet mir noch eine Probe davon aus dem Arbeitszimmer des Gouverneurs besorgen müssen. Nur so können wir Gewissheit haben. Ihr wollt, dass ich Papier aus dem Arbeitszimmer des Gouverneurs stehle? Nicht in seinem Arbeitszimmer. Er bewahrt sie in seinen Privatgemächern auf, in die man über das Wachhaus gelangt. Doch ich würde nie an euch herantragen, dass ihr in seine Gemächer einbrecht und einen leeren Bogen von seinem besonderen Pergament stiehlt. Das wäre gegen das Gesetz. Versteht ihr mich? Ich verstehe. Ich besorge noch ein Bogenpapier aus den Privatgemächern des Gouverneurs. Because wir dürfen nicht offiziell sagen, dass es gegen das Gesetz ist. Werter Tarnewigli Sturmbrust. Hochverehrte Anführer des Nordkulturaustauschs. Ich, Rigor der Ungestüme, übersende euch wie gewünscht diese Zeilen nach Windhelm. Ich setze mein Studium der kleinen Dunkelelfen von Morrowind fort und tausche weiterhin Informationen mit ihnen aus, wie ihr es befohlen habt. Warum ihr Rigor direkt nach seiner Ankunft wieder fortgeschickt habt, verstehe ich nicht wirklich. Aber ich nehme an, dass meine Mission von höchster Wichtigkeit ist. Als Rigor Wartenfell betrat, also eigentlich betrat mein Pferd ja Wartenfell, nicht ich, war Rigor so aufgeregt, ob seine Mission, ein Kulturaustausch mit verbündeten Nationen, um einander besser kennenzulernen, ist fast besser als kalter Met am einen heißen Tag. Fast. Dieses Mal reise ich also, um mehr über das Tribunal zu erfahren, die sogenannten lebenden Götter des Volkes der Dunkelelfen. Das ist also so voller Wunder, dass Rigor Gänsehaut bekommt. Anders als unsere richtigen Götter von Himmelsrand, Götter, die unsere Gebete erhören, sonst aber den Anstand haben, sich aus der Angelegenheiten der Nord herauszuhalten, wandeln die Götter der Dunkelelfen tatsächlich inmitten der Leute. Und sie herrschen über sie, wie der Skaldenkönig in Windhelm herummarschiert. Nicht böse gemeint, Skaldenkönig. Die Götterkönige von Morrowind scheinen auf verschiedene Titel zu hören. Ob schon die häufigste Anrede offenbar Fürst, Mutter und Zaubermeister lautet. Rigor hat viele lange Stunden mit dem Versuch verbracht, mit sachkundigen kleinen Dunkelelfen zu reden. Aber viel von dem, was sie mir erzählten, machte mich ganz schwindlig im Kopf. Folgendes habe ich also über die Götter des Tribunals erfahren. Vielleicht ergibt es für euch ja mehr Sinn. Der beliebteste unter den dreien, zumindest in Wartenfall, ist Kriegerpoet Vivek. Sie singen sein Loblied in den Eckschenken und schreien seinen Sieg von den Dächern. Die Gläubigen schieben einen tatsächlich an jeden Straßenecke eifrig Pamphlete mit Lektionen und Predigen ins Gesicht, wenn man auch nur in ihre Richtung lächelt. Fürst Vivek wird Herr von Morrowind genannt. Ich habe versucht, mich in seine Werke einzulesen, aber davor haben mir die Augen wehgetan. Ganz gar nicht so interessant oder ungezogen wie der große Fjoki oder und voll mit Anspielungen, die niemand, der nicht vollgesogen ist wie ein Schwamm mit der Kultur der Dunkelelfen, je verstehen könnte. Ehrlich gesagt, hatte sogar ich als anerkannter Fachmann in Sachen Dunkelelfen so meine Schwierigkeiten mit den esoterischen Konzepten. Er predigt die Pflicht dem Glauben der Familie und den Herren gegenüber, sowie allen, das gut ist. Er hat sein Volk schon mehrmals gerettet, beispielsweise vor mindestens zwei Invasionen der Akaviri, zuletzt vor der Invasion, die zur Entstehung unseres geliebten Ebenherzpaktes führte. Offenbar hat irgendjemand Verbindung zu Dedra
Mephala, die den Dunkelelfen eine gute Detra nennen. Aber er hat auch eine dunkle Seite. Mir wurde berichtet, dass er eine unheimliche Affinität zu lüsternen Gedanken und mörderischen Absichten hat. Unterscheidet sich also nicht sonderlich vom Rest der mickrigen Dunkelelfen, was? Er lebt direkt hier in einem noblen Palast in der Stadt Vivek, die praktischerweise gleich seinen Namen trägt. Ich habe ein paar Minuten in seiner Anwesenheit verbracht, in denen ich nicht anders konnte, als ob seines seltsamen Erscheinungsbilds zu gaffen. Außerdem neigte er dazu, in den Kammern herumzuschweben. Wenn er damit vorhatte, uns Sterbliche ein Gefühl der Minderwertigkeit einzujagen, war es erstaunlich erfolgreich. Dennoch wäre es schön gewesen, ein wenig Musezeit mit einer solch beeindruckenden Person zu verbringen. Gott, wie viel Text ist denn das noch? Oh, ich habe da jetzt echt keinen Bock, schon wieder das alles vorzulesen. Ah, das ist jetzt mal zumindest interessanter, was kommt. Anschließend versuchte ich so viel als möglich herauszufinden über die, die sie Mutter Morrowind nennen, Almalexia. Wie sich herausstellte, wohnt sie größtenteils im Tempel in Gramfeste, also gelang mir kein persönliches Treffen mit der dunkelelfischen dunkelelfischen Schirmherrin, der Heiler und Lehrer. Ich muss zugeben, dass ich sehr enttäuscht bin, da sie unter den Göttinnen offenbar ein echtes Prachtstück ist. Außerdem behauptet man, dass sie das Beste der dunkelelfischen Kulturen Entschlossenheit verkörpert, was ziemlich gut in mein Fachgebiet passen würde. Ein Priester erklärte mir, dass sie die Armen und Schwachen beschützt und dass sie ihre Weisheit die Dunmeer in all ihren Tun begleitet. Eine betrunkene Elfin in einer Eckschenke meinte außerdem, dass sie ein rechter Sauertopf ist. Aber ein Ordinator zerrte sie weg, bevor ich sie fragen konnte, was sie damit meinte. Tja. Der geheimnisvollste der drei Gottmonarchen ist Sotasil, auch bekannt als Mysterium von Morrowind und Zaubermeister der Wundersamkeit. Zumindest glaube ich, dass der Priester ihn so genannt hat. Ah. Ich habe diese Unterlagen verlegt und schreibe diese letzten Zeilen aus dem Gedächtnis, während ich mir ein paar Krüge Met gönne. Obwohl es zahlreiche Gerüchte gibt, konnte ich niemanden finden, der Sotasil seit Horker-Gedenken gesehen hat, so sehr ich mich auch umhörte. Ich fand nur heraus, dass Sotasil der Schutzherr der Artefaktoren und Magier ist und dass viele besonders Dunkelelfen ihn als den mächtigsten Magiker-Anwender des Landes betrachten. Ich habe sogar eine unglaubliche Geschichte über eine Stadt aus Uhrwerk-Zahnrädern gehört, die Sotasil erschaffen hat, um zu erfahren, wie die Welt im Inneren tickt. Und angeblich ist sie nur so groß wie ein kleines Mammut. Also, ich würde auf jeden Fall mein letztes Kaninchenklößchen geben, um das zu sehen. Man sagt auch, dass er irgendeinen Vertrag mit ein paar detrischen Fürsten ausgehandelt hat. Aber ich entschloss mich, diesen Gerüchten nicht so sehr nachzugehen. Wie Fjoki so schon sagte, den glotzenden Narren bemerken die Detra. Rigot ist nicht so dumm, als dass er etwas der Törichtes tun würde. Habt ihr ja gerade die Augen verdreht, Tarnwigli? Ich wette, ihr habt gerade die Augen verdreht. Die drei lebenden Götter Dunmer versorgen den Tempel des Tribunals mit Macht und verkörpern den Willen und die Disziplin aller Dunkelelfen. Nun mit Ausnahme der Aschländer, die sich weigern, vor Vivek, Almalexia oder Sotasil zu knien. Irgend so ein Familienstreit nehme ich an. Ich werde mich da noch genauer erkundigen. Rico, der ungestüme Botschafter von Nordkulturaustausch. Okay. So, ist das das Haus von denen? Okay, klappte. Super. Ist da jemand? Nein. Braucht eh keiner. Okay, die Seiten sind nur 15.01. Hallinschir hat einen furchtbaren Fleck gefunden, ganz durch Zufall. Dies hat nur einen Ort gesucht, an dem er seine müden Füße ausruhen und ein zuckriges Mahl genießen kann. Aber sobald ich ankam, roch ich etwas Frisches und Lehmiges. Erde! Echte Erde! Nicht das saure, pilzüberwucherte Fels, den man sonst überall findet. Hallinschir wird eine gründliche Untersuchung durchführen. Das hier könnte der richtige Ort sein. Okay, ist nun die zwei Seiten, die mache ich mal schnell. Die Munde seien gepriesen. Zainzipilu ist perfekt. Gut, vielleicht nicht perfekt. Es gibt hier viele Rieseninsekten, die ihre spitzen Nasen in Hallinschirs Bauch bohren wollen.
Aber wie die Mutter von diesen immer gesagt hat, es gibt kein Zucker ohne Herausforderung. Hallenschir wird nach Seda Nien reisen. Dort findet sicher jemand, der ihm helfen kann. Ein weiterer Segen für Hallenschir. Ich habe in der Stadt eine Dunkelelfin getroffen, die mir bei meinem Nixhund-Problem helfen kann. Sie ist mürrisch und hat keine landwirtschaftliche Erfahrung, aber dieser hat ein gutes Gefühl bei ihr. Ha. Die Nixe sind gezähmt und die Saat wurde ausgebracht. Jetzt gilt es zu warten, dieser hasst es zu warten. Hoffentlich wachsen meine kleinen Lieblinge schnell. Hallenschirs Zuckerbeutel wird jeden Tag leichter. Wenn jedoch alles wie erwartet kommt, wird der Zuckerbeutel von diesen hier bald bis zum Bersten voll sein. Okay, das klingt jetzt fast danach, als hätte er recht gehabt, dass er nur ein bisschen Zucker schnüffeln will. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Der Bär stört keinen. So, auch mitnehmen. So, nehmen wir mal ein leeres Pergament mit. Ich weiß eure Besorgnis zu schätzen, Aufseher. Meine Schiffe sind einen großen Bogen um die Küste und die Feuerfalterinseln gefahren und haben keine Hinweise auf Sklavenhändleraktivitäten gefunden. Der Schiffbruch war ein unglücklicher Unfall, mehr nicht. Bezüglich der anderen Angelegenheiten muss ich euch bitten, und dann endet der Text. So. Dann gehen wir mal hier raus. Also, ist nur Zufall, dass ich hier runtergesprungen bin, Leute. Zum Glück fragen die nicht nach. Da habe ich echt Glück. Ich möchte da hoch. Wieder zurück? Dann erzählt mir mal. Ihr habt aber nichts getan, was gegen irgendwelche Gesetze verstößt, oder? Hier ist das Pergament. Außerdem gab es einen Bericht, wonach die Feuerfalterinsel frei von Umtrieben von Sklavenjägern wäre. Eigenartig. Wir haben die Feuerfalterinsel nicht mehr abgesucht, seit Gouverneur O'Melian verkündete, die Hauswache wäre besser eingesetzt, wenn sie weiter die Küste hinauf patrouillieren würde. Und diese Pergamentbögen passen ohne jeden Zweifel zueinander. Das ist höchst verstörend. Ihr meint, der Gouverneur arbeitet mit den Sklavenjägern zusammen? Was ich meine, ist unerheblich. Wir brauchen Beweise. Aber wir müssen auch eine Rettungsmission in Angriff nehmen. Auf dem Gebiet des Pakts ist Sklaverei verboten. Es ist Zeit, der Feuerfalterinsel einen Besuch abzustatten. Hoffentlich finden wir unterwegs mehr Beweise für die Verstrickung von Gouverneur O'Melian in diese ganze Sache. Lasst uns auf die Feuerfalterinsel fahren. Ein Angriff, bevor die Soldaten zusammengetrommelt wurden? Das ist kein vernünftiges Vorgehen. Wir müssen unsere Truppen zusammenziehen, Pläne und Ausweichpläne ausarbeiten, die Waffenkammer aufschließen. Was war das? Ein Licht ist aufgeblitzt und hat einen Leuchtturm erhellt. Das ist ein Notsignal und es kam von der Feuerfalterinsel. Keine Zeit für große Vorbereitungen. Wir müssen die Gefangenen der Sklavenjäger retten. Ruft eure Soldaten herbei. Ich nehme dieses Schiff und mache mich zur Insel auf. Soldaten, auf die Schiffe! Wir segeln zur Feuerfalterinsel! Yay! Dann legen wir los. Getöse und Getöse. Oh Gott, ich kann nicht singen. So. Auf jeden Fall. Du bist auch ein anderer Spieler, oder? Ja. Schauen wir uns mal um. Oh, da gibt's auf jeden Fall. So. Haben wir schon mal einen befreit. Da haben wir den nächsten. Mein ewiger Dank. Ah, 2 von 4. Das
auch ganz gut. Ach ja, und Hinweise. Wenn ihr das hier lesen könnt, sorgt bitte dafür, dass der Rest der Besatzung davon hört und es versteht. Es gibt einen Schrieb von Morak Tong, der meinen Namen trägt. Ich vermute, dass unser Verbündeter in Seydanin kalte Füße bekommen hat. Wir, werden uns doch früh genug mit Gouverneur O'Malian und seinen Verrat befassen. Und wenn ich mich täusche und der Gouverneur damit nichts zu tun hat, wenn stattdessen einer von euch versucht, die Karriereleiter zu erklimmen, indem er mich ermorden lässt, dann kommt und stellt euch. Die Besatzung verdient einen ehrbaren Anführer, kein hinterhältiges Wiesel, Kapitän Swatster. Okay, ich schaue jetzt noch kurz mal dahinter, aber da scheint keine von Sklaven weiter zu sein. Hier vielleicht irgendjemand drin? Ah, hier unten ist zumindest noch eine der Sklaven. Das ist gut. Gut, dann müssten wir 3 von 4 haben, oder? Yay! Und da ist die letzte, nehme ich mal. Oder der letzte. So, haben wir ihn auch schnell geschafft. Ich dachte, ich wäre erledigt. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Also stört euch doch nicht, dass sie mitten hier von Sklavenjägern vorbeiläuft. Okay. Aber so wie es gerade aussieht, ist der Gouverneur wirklich da drin verwickelt. Tja. That's it. Hallo. Ich habe dem Gouverneur Bescheid gegeben, dass die Gefangenen, die wir von der Feuerfalterinsel gerettet haben, unversehrt sind. Möchtet ihr noch etwas hinzufügen? Ich habe diese Notiz auf der Insel gefunden. Zusammen mit den anderen Beweisen, die ihr aufgedeckt habt, lässt diese Notiz den eindeutigen Schluss zu, dass der Gouverneur mit den Sklavenjägern zusammenarbeitet. Gut gemacht. Ihr habt Seydanin einen großen Dienst erwiesen. Ab hier übernehme ich. Nun, ich schätze, wir sind hier fertig. Auf mich wartet noch ein Schlickschreiter. Okay. Nein. Gouverneur O'Malian, ich stelle euch unter Arrest für die Förderung von Sklaverei auf dem Gebiet des Pakts. Wie könnt ihr es wagen, mir das zu unterstellen? Ihr habt keine Beweise. Eine Notiz auf eurem Pergament, die zur Sabotage im Leuchtturm und zu einem Unglück vor der Küste führte. Ein Brief, der euch als den Partner des Sklavenjägerkapitäns benennt. Leugnet ihr eure Verstrickung? Das beweist gar nichts. Dafür lasse ich euch hängen. Das von euch angeforderte Dokument, stellvertretende Gouverneurin. Und euer Bericht für die Stadt Vivek, wonach es keine Sklavenjäger auf der Feuerfalterinsel gibt, verfasst, bevor wir den Sklavenjägerstützpunkt ausradiert haben. Delms, ihr könnt diese dreisten Lügen doch nicht glauben. Meine Pflicht ist klar. Verräter. Sichert ihn! Ja, Gouverneurin Salvi. Hochverehrter Minister Tarion Haus Redoran, ich schreibe euch bezüglich einer Angelegenheit von größter Bedeutung. In den letzten Wochen ist bei meinen
eine stetig wachsende Zahl von Beschwerden eingegangen. Viele unserer Hausgäste ist eine schlechte Behandlung durch die Amtmänner und Konstabler des Hauses Redoran zuteil geworden. Wie ihr euch sehr wohl bewusst seid, hat Haus Halalu die Pflicht, diesen Beschwerden in ihren Namen nachzugehen. Mein lieber Minister, auch wenn ich euren Glauben an die Überlegenheit des Dunmer-Volkes durchaus teile, müssen wir dennoch versuchen, derlei Meinungen für uns zu behalten. Haus Halalu lässt Haus Redoran in Fragen der Verteidigung den Vortritt. Ich möchte daher darauf drängen, dass ihr in unseren diplomatischen und geschäftlichen Fragen die gleiche Freundlichkeit erweist. Gott. Also darauf habe ich echt gerade keinen Bock. So wie es aussieht. Ich hoffe, dem Amt des Gouverneurs sein Ansehen zurückzugeben und werde mein Bestes tun, das Vertrauen der Bevölkerung in uns wiederherzustellen. Gut, gehe ich erstmal mit dir hier raus. Ah. Weil was sie jetzt über die Background-Geschichte hier weiß, und naja, das halte ich auch nicht unbedingt viel. Es gibt drei lebende Götter. Das ist noch der einfachste Part nebenbei. Es gibt ganz viele verschiedene Häuser. Die alle sind untereinander zerstritten. In irgendeiner Form. So, na gut. Schauen wir mal bei Balmora vorbei. Und ja, die bekriegen sich mehr oder minder auf irgendeine Art. Das nimmt ja fast schon Game of Thrones Zeug an. Da durchzublicken ist manchmal eine Kunst für sich. Vor allem als jemand, der einfach nur, ja, ich will halt nur ein bisschen durchklicken. Okay, ist jetzt blöd ausgedrückt, aber ich will nicht unbedingt große, verzwickte Geschichten da haben. Nie.